Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Wir übertragen heute für Sie ein Division Rivals Spiel. Die Invincibles gegen United. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er hat eine unglaubliche Ballbehandlung, macht immer Chance zur Führung. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig guter. Blocken Sie den Ball gerade noch ab. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Carlos Tevez. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensiven Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Nummer 23, Niklas Süle. Neu im Spiel, die Nummer 13, Christian Günther. Thank you.
Carlos Tevez am Ball. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Wayne Rooney. Chance zur Führung. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Den Ball holt er sich, hat da genau gewusst, was er vorhat. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Wang Hee-chan, Julian Brandt, da kommt der Pass, da ist er drin, ein tolles Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Den Ball hat er, ganz souverän. Dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. In den freien Raum. Luka Jovic. Sie machen das Tor. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für Sie. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.